Am Anfang ein Schlaraffenland. Regale voller Nahrungsmittel und Getränke, Leberwurstkonserven, Keksschachteln. Staunen, wie einfach es plötzlich war, Geld zu verdienen, fast ohne körperliche Anstrengung. Bestellen, einräumen, wiegen, Buch führen, danke und auf Wiedersehen. Wenn in den ersten Tagen die Glocke läutete, rannten beide gleichzeitig in den Laden und überhäuften die Kundschaft mit den rituellen Fragen: Darf ich sonst noch etwas sein? Sie hatten großen Spaß. Die Leute nannten sie den Chef, die Chefin. Der Zweifel kam, als die erste Kundin, nachdem sie ihre Einkäufe eingepackt hatte, leise sagte: Ich bin heute etwas klamm, kann ich auch am Samstag bezahlen? Dann die nächste und übernächste. Die Schulden ankreiden oder zurück in die Fabrik. Das Ankreiden schien ihnen das kleinere Übel zu sein. Um über die Runden zu kommen, bloß keine eigenen Wünsche. Nie ein Gläschen vor dem Abendessen oder teure Konserven, außer sonntags. Den Geschwistern, die sie vorher bewirtet hatten, um zu beweisen, dass sie es sich leisten konnten, die kalte Schulter zeigen müssen. Ständig Angst, die Bestände aufzuessen. Damals kam ich im Winter oft atemlos und hungrig aus der Schule. Bei uns brannte kein Licht. Die Eltern waren in der Küche, er saß am Tisch und starrte aus dem Fenster, sie stand am Gasherd. Vielschichtiges Schweigen schlug mir entgegen. Manchmal er oder sie, wir werden verkaufen müssen. Ich brauchte gar nicht erst mit den Hausaufgaben anzufangen. Die Leute gingen woanders hin, zum Coop, zum Familistère, wohin auch immer. Der Kunde, der ahnungslos durch die Tür trat, schien der reinste Spott zu sein. Er wurde wie ein Hund behandelt und musste für die anderen, die nicht kamen, büßen. Die Leute ließen uns im Stich. Mit dem Laden und der Kneipe verdiente man nicht mehr als in der Fabrik. Mein Vater musste Arbeit auf einer Großbaustelle an der Seine annehmen. Er stand den ganzen Tag mit schweren Stiefeln im Wasser. Schwimmen musste man nicht können. Meine Mutter führte das Geschäft tagsüber allein. Halb Händler, halb Arbeiter, mit einem Bein auf jeder Seite, zu Einsamkeit und Misstrauen verdammt. Er war kein Gewerkschaftsmitglied. Er hatte genauso Angst vor den rechten Feuerkreuzlern, die durch die Straßen von L zogen, wie vor den Roten, die ihm sein Geschäft wegnehmen könnten. Er behielt seine Überzeugungen für sich. Im Laden braucht man sowas nicht. Allmählich fanden sie ihren Platz in der Armut oder knapp darüber. Weil man bei ihnen Schulden machen konnte, kamen kinderreiche Arbeiterfamilien, die Ärmsten der Armen. Sie lebten von der Not anderer, aber mit Verständnis. Sie sagten selten Nein, wenn jemand anschreiben lassen wollte. Trotzdem nahmen sie sich das Recht heraus, Kunden, die nicht mit ihrem Geld auskamen, eine Standpauke zu halten und dem Kind, das am Wochenende absichtlich von seiner Mutter zum Einkaufen geschickt wurde, zu drohen: Sag deiner Mutter, sie muss ihre Rechnung bald bezahlen, sonst kriegt sie hier nichts mehr. Sie gehören nicht mehr zu den am meisten Gedemütigten. Sie war ganz und gar Chefin im weißen Kittel. Er behielt seinen Blaumann an, wenn er Kunden bediente. Sie sagte nicht wie andere Frauen: Mein Mann wird mich ausschimpfen, wenn ich das und das kaufe, wenn ich da und dahin gehe. Sie machte ihm die Hölle heiß, damit er wieder zur Messe ging, was er seit dem Wehrdienst nicht mehr getan hatte. Und damit er sich seine schlechten Manieren, das heißt die eines Bauern oder Arbeiters, abgewöhnte. Er überließ ihr die Bestellungen und die Buchführung. Sie war eine Frau, die überall hingehen konnte, anders gesagt, die sich über gesellschaftliche Schranken hinwegsetzte. Er bewunderte sie, lachte sie aber auch aus, wenn sie sagte: Ich habe einen Darmwind gelassen. Er fing in der Ölraffinerie Standa in der Sennmündung an. Schichtdienst. Tagsüber konnte er wegen der Kunden nicht schlafen. Er war aufgedunsen und bekam den Ölgeruch nicht mehr ab. Der Gestank hing an ihm und nährte ihn. Er aß nichts mehr. Er verdiente viel Geld, sie hatten eine Zukunft. Man versprach den Arbeitern schöne neue Häuser mit Badezimmern und Innentoiletten, einem Garten.
Im Tal löste sich der Herbstnebel den ganzen Tag nicht auf. Bei starkem Regen flutete der Fluss das Haus. Gegen die Bisamratten kaufte eine Kurzhaarhündin, die ihnen mit einem Biss das Genick brach. Andere waren unglücklicher als wir. 1936, die Erinnerung an einen Traum, Staunen über eine ungeahnte Macht und die resignierte Gewissheit, dass sie nicht von Dauer sein würde. Der Kramladen und die Kneipe waren jeden Tag geöffnet. In seinem bezahlten Urlaub stand er hinter dem Tresen. Ständig tauchte die Verwandtschaft auf und schlug sich den Bauch voll. Meine Eltern freuten sich, dem Schwager, der Kesselschmied oder Eisenbahnangestellter war, ihren Wohlstand vorzuführen. Hinter ihrem Rücken nannte man sie reich, die Beleidigung schlechthin. Er trank nicht, er wollte seinen Platz halten. Als Ladenbesitzer gesehen werden, nicht als Arbeiter. In der Raffinerie wurde er zum Vorarbeiter befördert. Ich schreibe langsam. Bei dem Versuch, die bedeutsamen Etappen meines Lebens freizulegen, das Zusammenspiel aus Gegebenheiten und Entscheidungen, habe ich den Eindruck, dass mir die Einzigartigkeit meines Vaters mehr und mehr abhanden kommt. Die Skizze nimmt allen Platz ein, die Idee verselbstständigt sich. Wenn ich hingegen die Erinnerungsbilder an mir vorbeiziehen lasse, sehe ich ihn, wie er war. Sein Lachen, seinen Gang, wie er mich an der Hand zum Jahrmarkt führt, wo mir die Karussells Angst machen. Und dann sind mir alle Anzeichen, dass er diese Lebenswelt mit anderen geteilt hat, gleichgültig. Jedes Mal versuche ich verzweifelt, mich aus der Falle des Individuellen zu befreien. Selbstverständlich keine Freude am Schreiben, an diesem Vorhaben, bei dem ich ganz nah an den gehörten Wörtern und Sätzen bleibe und sie manchmal durch Kursivschrift hervorhebe. Nicht um mich von ihnen zu distanzieren und mich mit dem Leser zu verbünden, so etwas lehne ich ab, egal in welcher Form, ob Nostalgie, Pathos oder Ironie. Sondern weil diese Wörter und Sätze die Beschaffenheit und die Grenzen einer Welt ausdrücken, in der mein Vater gelebt hat, in der auch ich gelebt habe. Eine Welt, in der man alles wörtlich nahm. Das kleine Mädchen kam eines Tages mit Halsschmerzen aus der Schule. Das Fieber sank nicht, es war die Diphtherie. Wie die anderen Kinder im Tal war sie nicht geimpft. Mein Vater war in der Raffinerie, als sie starb. Bei seiner Rückkehr hörte man ihn noch am Ende der Straße schreien. Wochenlang wie erstarrt, dann immer wieder in Melancholie versunken, saß er stumm auf seinem Platz am Tisch und sah aus dem Fenster. Er sorgte sich wegen jeder Kleinigkeit. Als mir meine Mutter davon erzählte, zog sie ein Taschentuch aus der Kittelschürze, trocknete sich die Augen und sagte, sie ist mit 7 Jahren gestorben, wie eine kleine Heilige. Ein Foto, aufgenommen im Hof vor dem Fluss. Ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine Hose höchstwahrscheinlich aus Flanell, hängende Schultern, leicht angewinkelte Arme. Ein unzufriedener Gesichtsausdruck, vielleicht weil die Kamera ihn überrascht hat, bevor er eine Pose einnehmen konnte. Er ist 40 Jahre alt. Auf dem Bild sieht man nichts vom vergangenen Unglück oder von seinen Hoffnungen. Nur die eindeutigen Zeichen des Alters, der Bauchansatz, das an den Schläfen schütter werdende schwarze Haar und die diskreteren Zeichen der Klassenzugehörigkeit, die angewinkelten Ellbogen, das Plumpsklo und die Waschküche, die ein kleinbürgerliches Auge nicht als Hintergrund für das Foto gewählt hätte. 1939 wurde er nicht eingezogen, er war schon zu alt. Die Deutschen brannten die Raffinerie nieder, und er floh auf dem Fahrrad über die Landstraßen, während meine Mutter einen Platz in einem Auto ergatterte. Sie war im 6. Monat schwanger. In Ponta de Mer verletzten ihn Granatsplitter im Gesicht. Er ließ sie sich in der einzigen Apotheke, die noch geöffnet hatte, entfernen. Die Bombardements gingen weiter. Auf den Treppenstufen der Basilika von Lisieux, die wie der Vorplatz voller Flüchtlinge war, stieß er auf seine Schwiegermutter, seine Schwägerinnen und deren Kinder. Sie wähnten sich in Sicherheit. Als die Deutschen einmarschierten, kehrte er nach L zurück. Der Lebensmittelladen war vollständig geplündert worden von denen, die nicht hatten fliehen können.
Meine Mutter kam wenig später wieder und einen Monat danach wurde ich geboren. Wenn wir in der Schule eine Aufgabe nicht begriffen, nannte man uns Kriegskinder. Bis Mitte der 50er Jahre wurde bei Kommunionsfeiern oder am Heiligen Abend das Epos dieser Zeit erzählt, von vielen Stimmen. Und immer ging es um dieselben Themen, die Angst, den Hunger, die Kälte im Winter 1942. Aber man musste ja trotzdem leben. Einmal in der Woche befestigte mein Vater einen Karren hinten an seinem Fahrrad, radelte 30 Kilometer zu einer Lagerhalle und brachte die Waren, die die Großhändler nicht mehr lieferten, nach Hause. 1944, während unaufhörlich Bomben auf diesen Teil der Normandie fielen, holte er weiter Lebensmittel und bat um einen Zuschlag für alte Leute und kinderreiche Familien, für alle, die keinen Zugang zum Schwarzmarkt hatten. Im Tal galt er als Held. Keine freie Entscheidung, sondern Notwendigkeit. Später die Gewissheit, dass er eine Rolle gespielt hatte, dass er in diesen Jahren wirklich gelebt hatte. Sonntags blieb der Laden geschlossen, sie machten einen Waldspaziergang oder ein Picknick, aßen Vanillepudding ohne Eier. Er trug mich singend oder ein Lied pfeifend auf den Schultern. Bei Fliegeralarm gingen wir zusammen mit der Hündin unter dem Billardtisch der Kneipe in Deckung. Hinterher das Gefühl, dass es Schicksal gewesen war. Nach der Befreiung brachte er mir die Marseillaise bei und fügte am Ende des Refrains Tasse de Cochon hinzu, ein Haufen Schweine, was sich auf den letzten Vers reimte. Wie alle Leute um ihn herum war er sehr fröhlich. Wenn wir ein Flugzeug hörten, nahm er mich an die Hand, ging mit mir hinaus auf die Straße und sagte, ich solle mir den großen Vogel am Himmel ansehen. Der Krieg war vorbei. 1945, mitgerissen von der allgemeinen Aufbruchsstimmung, beschloss er, das Tal zu verlassen. Ich war oft krank, der Arzt wollte mich zur Kur schicken. Sie verkauften das Geschäft und kehrten nach Y zurück, weil sie fanden, das windige Klima und die Tatsache, dass es dort keinen Bach oder Fluss gab, seien gut für die Gesundheit. Wir saßen zu dritt in der Fahrerkabine des Umzugswagens und kamen mitten im Oktoberjahrmarkt an. Die Deutschen hatten die Stadt niedergebrannt, die Buden und Karussells standen zwischen den Trümmern. 3 Monate lang lebten meine Eltern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die ihnen ein Verwandter zur Verfügung stellte, mit Lehmboden ohne Strom. Kein Geschäft, das sie sich hätten leisten können, stand zum Verkauf. Er arbeitete für die Stadt, Bombenkrater zuschütten. Abends sagte sie, wobei sie sich auf die Stange für die Geschirrtücher stützte, die an alten Küchenherden angebracht war, was für eine Arbeit. Er antwortete nicht. Nachmittags ging sie mit mir in der Stadt spazieren. Nur das Zentrum war zerstört, die Geschäfte waren in Wohnhäusern untergebracht. Ein Bild, um die Entbehrung zu ermessen. Eines Abends, es ist schon dunkel, funkeln in dem einzigen erleuchteten Fenster in der ganzen Straße ovale, rosafarbene, mit Puderzucker bestäubte Bonbons in Cellophantüten. Kaufen konnten wir sie nicht, dafür brauchte man Marken. Sie fanden ein Geschäft, Lebensmittel, Brennholz, Kohle, Alkoholausschank in einem abgelegenen Viertel auf halbem Weg zwischen dem Bahnhof und dem Pflegeheim. Meine Mutter war als Kind dort einkaufen gegangen. Ein Bauernhaus mit einem nachträglich hinzugefügten Anbau aus rotem Backstein, mit einem großen Hof, einem Garten und einem halben Dutzend Nebengebäuden, die als Schuppen dienten. Im Erdgeschoss verband ein kleiner Raum den Kramladen mit der Kneipe. Von dort führte eine Treppe hoch zu den Zimmern und zum Dachboden. Obwohl der Raum unsere Küche wurde, nutzten die Kunden ihn weiterhin, um zwischen Kneipe und Laden hin und her zu gehen. Oben auf der Treppe lagerten die Waren, die keine Feuchtigkeit vertrugen, Kaffee, Zucker. Im Erdgeschoss kein privates Zimmer. Das Klo war im Hof. Endlich atmeten wir gesunde Luft. Hier endet das Arbeiterleben meines Vaters. In der Nähe gab es mehrere Kneipen, aber keinen anderen Kramladen. Das Stadtzentrum lag noch eine ganze Weile in Trümmern.
Die eleganten Lebensmittelgeschäfte der Vorkriegszeit waren in gelbe Baracken gezogen. Also konnte ihnen niemand schaden. Dieser Ausdruck ist, wie viele andere, untrennbar mit meiner Kindheit verbunden. Und die Bedrohung, die früher in ihm mitschwang, kann ich nur durch große gedankliche Anstrengung auflösen. Die Nachbarschaft, kein reines Arbeiterviertel wie in L, bestand aus Handwerkern, Angestellten der Gaswerke, Fabrikarbeitern und wirtschaftlich schwachen Rentnern. Mehr Distanz zwischen den Leuten. Alte Steinhäuser mit schmiedeeisernen Zäunen neben einstöckigen Mietshäusern mit 5 oder 6 Wohnungen und Gemeinschaftshof. Überall kleine Gemüsegärten. Eine Stammkneipe für regelmäßige Trinker, die vor oder nach der Arbeit kamen und sich immer auf denselben Platz setzten. Bauarbeiter auf Montage und ein paar Gäste, die aufgrund ihres Status eine weniger proletarische Kneipe hätten aufsuchen können. Ein pensionierter Marineoffizier, ein Inspektor der Sozialkasse, Leute also, die nicht eingebildet waren. Eine andere Kundschaft am Sonntag, ganze Familien gegen 11 Uhr für ein Gläschen vor dem Mittagessen, Grenadinesirup für die Kinder, nachmittags die Bewohner des Pflegeheims, die bis 6 Uhr Ausgang hatten, fröhlich und laut, Lieder schmetternd. Manchmal tranken sie einen über den Durst und schliefen auf einer Decke in einem der Schuppen ihren Rausch aus, bevor wir sie in vorzeigbarem Zustand zu den Nonnen zurückschicken konnten. Der Sonntagnachmittag in der Kneipe war ihr Familienersatz. Meinem Vater war bewusst, dass er eine notwendige soziale Aufgabe erfüllte, dass er ihnen einen Ort der Freiheit und einen Ort zum Feiern bot. Er sagte, sie seien nicht immer so gewesen, konnte aber nicht erklären, warum sie so geworden waren. Aber natürlich eine Kaschemme für alle, die niemals einen Fuß in solch eine Kneipe gesetzt hätten. Die Näherinnen der nahegelegenen Unterwäschefabrik kamen nach Feierabend, um Geburtstage, Hochzeiten und Abschiede zu begehen. Sie kauften im Laden Löffelbiskuit, tauchten es in ihren Sekt, brachen in lautes Gelächter aus und warfen sich halb über den Tisch. Beim Schreiben ein schmaler Grat zwischen der Rehabilitierung einer als unterlegen geltenden Lebensweise und dem Andrangen der Fremdbestimmung, die mit ihr einhergeht. Weil diese Art zu leben unsere war, sogar unser Glück, sie aber auch die demütigenden Grenzen unseres Daseins bestimmte, das Bewusstsein, dass es bei uns zu Hause nicht gut genug war, will ich gleichzeitig über das Glück und die Fremdbestimmung schreiben. Allerdings habe ich eher das Gefühl, zwischen den beiden Seiten dieses Widerspruchs hin und her zu schwanken.